Herzlich willkommen. Wir sitzen heute wieder im Dom an zentraler Stelle im Chorgestühl. Heute gibt es die 9. Orgelfeierstunde schon im Zyklus in diesem Jahr. Und zu dieser begrüße ich wieder einen sehr geschätzten Kollegen, Markus Eichenlaub, Domorganist in Speyer. Herzlich willkommen. Ich danke dir, lieber Winfried. Hier am Kölner Dom bin ich oft mit der Bemerkung konfrontiert, ja, es ist eine große Akustik und es ist schwer, Musik zu machen. Da kannst du auch ein Lied von singen. Ja, da kann ich in der Tat ein Lied davon singen. Wir haben ungefähr vergleichbare Verhältnisse, was den Nachhall betrifft. 10, 11 Sekunden, Köln wahrscheinlich noch gar ein bisschen mehr. Aber ich empfinde das gar nicht als Nachteil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde, wenn man den Raum mitschwingen lässt und in Musik erfüllt und sich die Zeit nimmt, die der Raum braucht, ist der Raum genauso wenig schwer, da leicht zu bespielen wie kleinere Kirchen auch. Du bist wie lange schon in Speyer? Ziemlich genau 10 Jahre jetzt mittlerweile. Würdest du sagen, dass die Orgel und der Raum dein Repertoire verändert haben? Nein. Natürlich, ich habe die wundervolle Möglichkeit, an der Chororgel auch Renaissance-Musik exemplarisch darzustellen, weil wir ja in der Chororgel, wie du weißt, ein Werk im Werk haben, nämlich wo wir Renaissance-Musik mit mitteltöniger Stimmung und kurzer Oktave, ich will gar nicht so viele Fachbegriffe hier hineinwerfen, spielen kann und das auch wunderbar darstellen kann. Aber natürlich das Hinhören auf große Räume oder auf diesen großen Raum speziell. Und natürlich bietet es sich an, im Vergleich zu Limburg, wo ich früher war, dass man natürlich symphonische Orgelmusik eher sozusagen in sein Repertoire hinzuzieht. Aber ich war ein großer Liebhaber schon vor Speyer von Vidor, Franck, Wiern, Reger, Liszt und wie sie alle heißen mögen. Aber ich denke, der Ansatz, wie man an diese Musik herangeht, hat sich durch mein Wirken in Speyer doch sehr verändert. Ja. Also bei mir ist so, das habe ich bei einem früheren Interview schon mal gesagt, eben, dass ich entdeckt habe, wie sehr jetzt diese Orgel hier sich über Transkriptionen freut, weil sie eben so einen symphonischen Klang hervorbringen kann, Orchesterklang. Das leitet ja auch ein bisschen ein zu deinem Programm mit Musik von Wagner. Das ist genau das, was natürlich hier ganz hervorragend geht. Ich weiß nicht, ob das ein Grund war, dass du das Stück genommen hast für das Programm. Ja. Diese Farben kann man hier natürlich besonders schön machen. Ne? Ich hoffe, dass ich diesen Farben gerecht werde. Ich habe die Neigung, eher zu viel zu registrieren. Also nicht im Sinne von der Anzahl her, aber so lange auszuloten, bis ein Klangideal entstanden ist im Kopf, das ich vielleicht vorher gar nicht mal kenne. Naja, aber das ist toll. Ich meine, das ist ja, wir suchen ja Leute, oder ich suche auch Leute hier immer, die eben sich in diese Orgel wirklich reinfressen und verlieben und im Klang immer noch was Neues suchen. Also du bist dann genau der Richtige. Ich möchte mich neu verlieben, weil ich war ja schon mal da. Dankenswerterweise durfte ich ja vor 15 Jahren ungefähr zum letzten Mal hier konzertieren. Jetzt bin ich wieder da, aber ich bin sicher, in den 15 Jahren. 50 schaffen wir beide nicht mehr. In den 15 Jahren hat sich viel getan, ja. Und Wagner ist, ich liebe überhaupt Wagner, muss man dazu sagen. Ich bin großer Fan von Wagner-Harmonien, auch so in seiner Entwicklung auch dann. Und ich glaube, das könnte eines der zentralen Stücke hier vielleicht werden. Ja. Und ansonsten ist mir in dem Programm aufgefallen, kann man das sagen, du hast ein Faible für die spätromantische Musik. Also es sind einige Komponisten dabei, die in den 50, also ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt haben, geschrieben haben. Also es endet auch mit Bunk. Es sind auch andere Komponisten dabei, Achille Philipp zum Beispiel, Komponisten, die man gar nicht so gut kennt, aber eben alle aus dieser Zeit. Ist das so ein favorisiertes Repertoire? Naja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Dingen und ich versuche immer Namen auf das Programm zu stellen, die nicht jede und jeder kennt, entsprechend auch dann, die aber auch nicht plakativ nur rüberkommen oder so irgendwie einfach, sage ich jetzt mal, die schon einen gewissen Anspruch haben. Interessanterweise würde man ja vielleicht verbinden, dass ja Komponisten, die auf dem Programm stehen, die bis in die 1950er, 60er Jahre gelebt haben, vielleicht schon Klänge oder Kompositionen hervorgebracht haben, die schon weit wieder von dem, wir denken an Hindemith und natürlich, ne, was war nicht alles in dieser Zeit schon los. Aber interessanterweise haben die Komponisten, über die wir noch sprechen werden, sehr stark noch in die romantische Phase noch hineingewirkt. Darum habe ich gesagt, eben spätromantisch. Ja, ja. Also eigentlich, man komponiert schon anders in dieser Zeit, aber es ist auch natürlich keine Frage der Qualität. Ne? Das ist ja... Ja, erstens das und zweitens überlegt man sich auch, was kann man in so einem wundervoll inspirierenden Raum natürlich auch darstellen. Weil ich denke, heißer Sommer und es darf nicht zu akademisch sein, sage ich jetzt mal. Es heißt Feierstunden auch so und man will auch
irgendwie sich gefeiert wissen, und zwar nicht ich mich, sondern das Publikum, weil dem möchten wir ja etwas mit hinausgeben in diese Sommerabende hinein, wo sie sich einfach daran freuen. Wenn es nur ein Stück ist, wo sie sagen, das hat mir besonders gut gefallen. Da hoffe ich auch immer drauf, dass wenigstens ein Stück dabei war. Bei deinem Programm meinst du? Bei meinem Programm hoffe ich, natürlich, da hoffe ich drauf, dass es eins ist oder eben dann vielleicht auch ein paar mehr. Das kann ich bestätigen, weil ich habe ja alles verfolgt. Vielleicht von den Stücken, die da drauf sind, möchte ich doch den Gerhard Bunk rausholen. Ja. Keine Lokalgröße für hier, ist ein Dortmunder, aber doch so mal hier in der Region. Und auch natürlich zu seiner Zeit deutschlandweit einer der großen Organisten. Mhm. In der Reinoldikirche wird ja auch gerade die Orgel gebaut, die auch an ihn erinnern soll. Ich finde diese Musik also wirklich wirklich grandios von ihm, auch diese Fantasie. Das ist wirklich große Symphonik. Ne? Also es freut mich, dass ich den musikalischen Hausherrn hier, zumindest was die Orgeln betrifft, dass ich da vermutlich ins Schwarze getroffen habe, weil ich selbst, du scheinst mit Bunk ja schon länger in Berührung gekommen zu sein. Natürlich war mir sein Name schon lang geläufig, aber jetzt erst vor wenigen Wochen habe ich zum ersten Mal mich mit ihm, seiner Person und seiner Musik auseinandergesetzt und war ganz erstaunt, welch eigene Klangsprache er doch entwickelt hat. Und zur Reinoldikirche vielleicht noch. Es ist ja bedauerlich, dass er eigentlich ja sehr lange ohne die Orgel war, in Reinoldi im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und er erst in seinem Todesjahr eigentlich erst die Einweihung seiner Reinoldi-Orgel erlebt hat und dann von dieser Erde gegangen ist eben. Ne? Und jetzt wird die Orgel ja erneuert. Aber ich bin so erstaunt beim Lesen gewesen zu seiner Person, wie doch ein Arbeitstier, möchte ich fast sagen. Also nicht umsonst war er mit Reger eng verbandelt, auch so Straube. Reger haben ihn ja sehr stark protegiert auch dann und ihn mitgeholfen, auf das Schild zu heben, was er dann auch letztendlich auch war. Er war unermüdlich, glaube ich. Aber er war ja nicht nur auf Orgel konzentriert. Ja, ja. Ne? Er hat ja in den letzten 40 Jahren nicht sehr viel für Orgel geschrieben. Er war auch ein großartiger Chorleiter. Er hat oratorische Chöre geleitet in Bielefeld und wo er überall zu Hause und Dortmund eben zu Hause war. Also, und ich finde, seine Klangsprache hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, und ich denke, wir sind alle, du wahrscheinlich auch, aufgewachsen eigentlich mit dem mit dem Lehrsatz, eben in dieser Zeit war Reger und dann war erstmal lange nichts. Und man entdeckt immer noch natürlich Kack Ehlert schon mal, aber eben auch Bunk oder Heuer. Man entdeckt eigentlich noch so viele große Komponisten der Zeit. Was für eine blühende Zeit muss das gewesen sein? Der Franz Schmidt zum Beispiel. Franz Schmidt, also, natürlich, ja. Wie selten hört man Franz Schmidt in Konzerten, aber einfach großartig. Ja, und die haben ja alle Konzerte ohne Ende gespielt und es muss immer ein tolles, großes Konzertleben gewesen sein. Ja. Ein Thema müssen wir noch anschneiden, das ist der große Jubilar Beethoven, der bei dir auch mit einem sehr, ich sage nicht seltsam, aber sehr seltenen Stück und einem ganz unbekannten Komponisten erklingt. Man kann ja zwei Wege gehen, entweder man transkribiert Werke von Beethoven auf die Orgel, Symphonien, was ja auch gemacht wird, oder man sucht, wie ich es auch schon mal bei meinem ersten Konzert gemacht habe, man sucht Werke über Beethoven. Und das hast du jetzt auch mit einem total interessanten Stück vom Titel her gemacht. Da freue ich mich schon sehr darauf, das kennenzulernen, weil ich es nicht kenne. Ja. Karl Borromäus Waldeck, sein Name, von dem du sprichst. den habe ich kennengelernt durch einen lieben Freund, der just an der Kirche tätig ist, nämlich in Linz am Alten Dom, wo auch Anton Bruckner tätig war. Und er hat eine CD eingespielt rund um Bruckner, also seine Schülerschaft, und Waldeck gehört. Ich nenne es mal einfach zu den Meisterschülern Bruckners letztendlich auch dann. Und man kann sehr vieles auch von Bruckner auch erahnen, wenn man auch gleich das Gefühl hat, dass er schon versucht hat, eher dem Beethoven sozusagen in einer, ich möchte nicht sagen Flötenuhrmanier, aber doch so in diese Richtung gehend, dieses Stück darzustellen. Und zwei Themen aus der Eroica erklingen und natürlich, was noch viel mehr Millionen oder Milliarden Menschen auf dieser Welt, ist natürlich aus der 9. Sinfonie die Ode an die Freude, wird dann zitiert, subtil, nicht zu viel des Guten, aber so, dass es gut erkennbar ist auch. Ja. Na toll, also dann kommt Beethoven nochmal in seinem Jubiläumsjahr hier zur Geltung. Ja. Mein Kollege Uli Brüggemann hat ja schon darauf hingewiesen, dass er war stellvertretender Hoforganist und damit war er der Vorfahre, der Vorgänger meines Kollegen. Also hat ja die Orgel auch sehr geliebt und oft gespielt. Ja.
Ja, wir freuen uns alle auf diesen Abend. Das wird bestimmt ein Abend voller bunter Klänge, großer Klänge, sanfter Klänge. Ein schönes Programm. Viel Vergnügen auch für dich dabei. Ich danke und die Inspiration ist schon jetzt auf meiner Seite.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Domkapitels und der Kölner Dommusik darf ich Sie ganz herzlich heute Abend hier im Dom begrüßen. An einem Sommerabend, an dem nicht wie sonst noch die Restsonne ihre Strahlen durch das Westfenster hier hinein strahlen lässt, sondern eher sozusagen auch durch das verschattete Licht etwas von der Gewitterfront zu ahnen ist, die derzeit über der Eifel ihr Unwesen treibt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie an diesem Tag mit so bedrückenden Temperaturen den Weg heute Abend in den immer noch etwas kühleren Dom gefunden haben. Mit Ihnen begrüße ich auch ganz herzlich alle, die jetzt über den Livestream an dieser Orgelfeierstunde teilhaben können. Und natürlich begrüßen wir ganz herzlich unseren Gast heute Abend, wieder ein sehr renommierter, erfahrener Domorganist, heute Markus Eichenlaub, Domorganist am Kaiserdom in Speyer. Die Orgelfeierstunden, liebe Schwestern und Brüder, brauchen unsere Unterstützung. Deshalb ganz herzlich die Einladung, am Ende des Konzertes, am Ausgang großzügig von den bereitgestellten Körben Gebrauch zu machen. Und wenn Sie das von zu Hause aus tun wollen, finden Sie unter www.orgelfeierstunden.de die Hinweise, wie Sie das tun können. Dort finden Sie im Übrigen auch noch weiterführende Erläuterungen zum Programm des heutigen Abends. Es wird ja einiges geboten heute Abend, ein buntes, vielseitiges Programm mit Dingen, die es zu entdecken gilt, verborgene Kostbarkeiten. Und endlich taucht auch mal wieder der große Jubilar dieses Jahres auf, wenn auch nicht mit eigener Komposition, denn er hat ja bekanntermaßen für die Orgel fast gar nichts geschrieben, sondern mit einer Orgelfantasie eines Romantikers, Karl Borromäus Waldeck, über Motive aus Beethovens Sinfonien. Der Meister steht heute Abend im Übrigen auch hier im Dom. Wenn Sie nachher einen Blick werfen auf die Orgelempore, da sehen Sie sein Antlitz golden leuchten und den Organisten beobachten. Denn immerhin war ja Beethoven auch mal Organist, nämlich Organist des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs an seinem Bonner Hof. Freuen wir uns also nicht nur auf diese Orgelfantasie, sondern auf die anderen Werke und lassen wir uns jetzt von den Fanfaren klangmächtig hineinnehmen in diesen wundervollen Konzertabend. Ihnen allen viel Vergnügen dabei.